Meine Damen und Herren, habe die Ehre und grüßt euch zu einem weiteren Folge hier im 80er-Projekt zusammen mit Philipp und Anetti. Servus. Hallo. Wie ihr es am Titel schon gesehen habt, steht heute Silien für dem Maisagro-Dent an. Wir sind wieder unterwegs mit einem 108er Eicher, 95 kompakt und zum Silien haben wir heute einen Euro-Track mit einem Anbauhäcksler da. Auch ein seltenes Gespann mit einem Pöllinger Max 5 ist das. Ein wenig das neuere Modell, aber der Schlüssel vorne ist noch der gute alte. Eurotrack 2000 LS. Der müsste den schon spielen, Bagger da, muss ich sagen. Da dürfen sie nichts feiern. Da hat halt der Anti die Ehre und fährt den. Der Philipp ist mit 95er kompakt unterwegs und ich würde sagen mit dem 108er. Ja. Wir müssen jetzt gleich nochmal schnell zum Händler nachfahren, weil für Silien haben wir zwei mehr oder weniger Vorführhänger da. Das werdet ihr dann gleich sehen, was für zwei das sind. One ist auf jeden Fall Silierkippo und der andere, ja, ist ein Netzwerkanhänger, da die mal sagen. Ja, für Holbert. So, mach schon das Tor da auf. Ich fahr schon mal los, gell? Ja, ja. Dann warte der Weile, oder? Ja, du kannst geht der Weile gehen. Passt. Kannst du gleich mal zum Marco umfahren, wenn es ist? Ja, mach ich. Oder so. Da ist er dann eben so direkt der Feldweg, da kann er dann noch schon halten oder ist. So, wer sich jetzt fragt, wo das Ganze aussiedelt wird, das kommt in Biogasanlagen, das haben wir schon so ausgemacht, das haben wir in der Gemeinschaft. Da wird das in Offreißziel und aussiedelt. Wir sind jetzt wie gesagt bloß zu zweit unterwegs, es ist schon ein bisschen Strick. Aber ich denke mal, es ist zum Bewältigen. Wir haben ja 240er und ja. Die Wagen haben dann da schon ein gutes Fassungsvermögen. Also da finde ich echt guter Dinge, dass das gut läuft. Ja, aber wie man sieht, wir müssen schon einen Tag sparen. Wir haben jetzt so halb 8 Liter früher, haben wir uns gedacht, das ist eine ganz gute Zeit zum Anfangen. Nicht zu früh und nicht zu spät. Man muss ja erstmal schauen, dass man die Wagen und alles hebringt und keiner aus dem Bett rausholt. Ob wir dann im Lohn was zählen werden, weiß ich jetzt nicht, das sieht man dann schon, ob wir noch einen Auftrag kriegen. Aber wie gesagt, vorher ist jetzt bloß unser Acker gegenüber von unserem Hof. Er hat knapp 1 Hektar, ich glaube 0,9 irgendwas, also sagen wir mal 1 Hektar hat die. Also dürfen wir jetzt schnell wegsehen, weil der Maximum hat dann doch knapp 2 Meter Arbeitsbreiten. Also der haut schon gut was weg. Gut ist ja, wir sind früh und es geht bergab. Wenn wir jetzt bergauf fahren müssen, wenn es früh werden, dann darf das Ganze noch ein wenig länger dauern. Aber wir haben ja beide Druckluft. Unmachbar sehen. Hä? Fahrrad unmachbar. Ja. Machbar war das auf jeden Fall, ja. So, dann fahren wir nochmal rein zu unserem Landmaschine hinter des Vertrauens. Aber Philipp hat sich wie gesagt, da ist echt so schön Reis geschnappt. 60 Kubik müssten es sehen. Was ja. Aufgeht. Ich würde sagen, ein Flidi, 256. Ich glaube, ich bin gerade falsch rausgekommen. 265, ist ja wurscht. Flidi, Gigant, ASW 256 ist. So, drücken wir noch. Ja, passt.
Ja doch. Mir ist das schon Bock leicht. Und da geht's um Andi Nuka. Ja, ja. Passt. Ich muss halt noch ob bald da sein. Ja. Bist schon bereit? Na, passt, ja. Ja genau, wenn wir gerade fahren, euren schönen vierten Advent für uns allen. Ja. Und ja, die Folgen werden jetzt, wie gesagt, unter der Woche ein wenig bekommen, weil, wie gesagt, wir haben vorher bis zum 24., dass da alles erledigt ist und auch Winter ist. Wo komme ich da vorbei? Durch das, dass das bloß alles machen. Wie sieht das aus? Und die Sonntaglichkeit kommt bei unter der Woche bloß. Jetzt steht hinter ohne einer. Nein. Jetzt wird's lustig. Ja. Stehen ein paar Autos immer noch, ne? Jo. Ja, passt. Ist die ausgegangen. Uhr. Ich werde um Kurve rum. Nein. Du halt den Rückwärtsgang nicht. Nee. Nein, der Hänger schiebt. Jetzt fährst du von vorne mal weg. Was jetzt dann? Ich glaub, ja. Das schaut nicht normal aus beim Abgeben. Ich weiß es nicht, aber. Das ist eine gute Idee. Also, nicht so gut klar, weil ich glaub, da war ein voller Schuh. Ich schau gerade, wie ganz viel Viech wogen. Ja, ich glaub, das nur ist ein minimal. Komm ich kurz da rauf. Da muss ich noch mal kurz Rücksprache halten. Das kann ja schier Rätsel da. So, noch kurze Rücksprache. Ja, das ist der falsche Wohnsack gestanden. Der Philipp will jetzt noch mal schön richtigen. Kann man ja jetzt auch nicht wissen. So, von mir jetzt da schnell noch. Ja. Wenn wir da wieder nichts, das passt ja. So, da lang. Jetzt können wir jetzt ein paar mehr Vorgewände, oder? Wechseln wir mal auf. Ja, für die Rucksack. Weil wir da gerade schon am Zillen sind, kann ich gleich schnell was ankündigen. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein Hexel-Abschluss-Livestream geben. Da werde ich demnächst auch nochmal eine YouTube-Umfrage machen, wo das Ganze stattfinden soll. Das wird nämlich ein Stream sein.
wo sie es überhaupt auf Twitch oder auf YouTube gestreamt. Deswegen wird da demnächst mal Umfrage erscheinen. Ja. Das kostet aber nochmal 6000 Euro extra, gell? Portradienste. Ja, ja, mach einfach. Das kriegen wir noch schon. Das ist doch nicht gut. Ich brauch einen Fahrtmanager. Hä? Ich hab keine Berechtigung mehr dazu, dass sich das ändert. Nicht? Nein, dass man einen Fahrmanager gibt. Okay, ja, warte. Das ist jetzt ausgehen, wo soll man schon ran? Jo. Schaut schon besser aus. Glaub ja. Ja. Die Vierbahn ist nicht so gut. Ja. Es ist daher wie es gegangen, aber. Ja, das Ablohn war ja wegen schwieriger waren. Ja. Oh, das geht schon seitlich. Kippen kann schon normal, aber ist deswegen über eine Hülse bloß Kloppen hinter uns. Ja. Ich glaube eher, dass das Klappen den auswirken darf. Ja, die klappt das sowieso nach unten. Ja. Nein, ich meine, dass die instabil baut ist. An sich gegen das Gitte. Was ist das, Mensch? Ja, wo sind die blauen Dinger jetzt drauf? Bisschen schon vor. 43%. Yes. Na, dann kann ich ja sterben, ja. Ja, ja. Mal Kugel machen. Ich glaube, du im Hintergrund so stehe. Im Schlittervilla. Hast du da? Ja, passt. Tür wieder zu und weiter geht's. Ja, also einmal ausrum hat jetzt knapp 50%. Also knapp halber Kühl bin ich jetzt. Okay. Alles gut.
Wie viel wissen schon? 70. Also einmal können wir auf jeden Fall nochmal rum bis zum Philipp und wieder nach. Ja. Und dann können wir richtig schön fliegen und wechseln machen. Dann haben wir jetzt 89%, dann fahre ich schon mal noch. Ja. Kann sich der Philipp auch schon mal auf den Weg machen. Ich hab Startbild. Ja, ja. Boah, Dave. Wow. Das ist... okay, krass. Ja. Jetzt geht's wieder. War bei mir. Ja, jetzt geht's auch wieder. Ich glaube, das ist zu viel für unsere PC, es gibt zwei Schlitter. Ja, wahrscheinlich. Viel Leistung. So, nochmal Vorgewende oder Mixed? Mir ist das ziemlich gleich. Wenn du nochmal Vorgewende frei hättest. Oder soll man Bahnen machen? Ja, mach mal Bahnen. Ah, jetzt geh ich doch wieder drum. Schimm schon gut, die Wahl. Geht gut was weg du. Ja. Du bist schon 30%. Das passt gut, ja. Ich bin jetzt gut drunter, der Bier wäre sein Bock. Stumpelt, yes.
Die trifft sehr weit, oder? Da komme ich mit einer guten Geschwindigkeit durch, und ich bin jetzt ins Roten gegangen, fast knapp Fullgas gefahren. Und ist schon gegangen, also. Da passt's hier. Wo steht denn halt fast bei allen Flug? Ich bin schon im 6. Weil ich hab schon 90%. Ich bin mit 93% schon vorne, da kann man nochmal fahren. Mach doch. Kann man gerne nochmal, oder, Anti? Ja. Andi? Ja. So ist das. Ich hoffe, dass ich gut was wegkam. Ja. Ich hab schon Bildschirm. Das mit dem Standbildschirm musst du irgendwie. Ein Serverproblem wahrscheinlich, hat sie mal. Was? Ein Serverproblem. Ja. Yeah. Ich hab auch. Okay. Jetzt geht's mehr. Ja.
Es geht gut aus weiter. Ha? Es geht gut aus weiter. Ja. Jetzt wäre wirklich ganz schön buggeln, du Alter. Ja, ja. Ui, ui. Hier schau, ich krieg. Ich weiß nicht. Ja, du musst eigentlich nur der Straße folgen und erst an der letzten Kreuzung, wo es eigentlich, wo es, wenn ich gut aus weiterfahren, da ist von Tal nach außen nicht vor, stand rechts. Rückkehr, Junge, du bist ja. Wieder ganz am Abend an den Burgen aufholen. Ich bin noch voll. Jetzt kann ich süchtig werden. Oder bergab ging sie, was? Ich bin wirklich von Sinn bergab. Ah. Das wird lustig. Ja, das bockt das nicht schon. Jojo. Ja, aber jetzt kann der jetzt ein wenig dauern, wie ich wieder da bin. Ja, ich habe erst 52% hin. Hol schnell ein bisschen Zeit. Na geht. Falsch abbogen, Alter. Du wärst links abbogen sehen, oder? Wenn du hinten hochkommen bist. Irgendwie ja. Oh mein Euro, Alter. Nur dann schwerer. Stimmt, Euro gibt's ja auch noch. Mhm. Ich bin wieder draus aus dem größeren Look. Das ist gut. Hilfe. Also. Hä? Ich muss teilweise Allrad nehmen, sonst geht er mal weh weiter. Das ist irgendwie ja. Dann so ein Bug von dem Allrad-Ding, das machen wir dann. Nicht so ziehen. Ja. Das ist aber beim Drescher oder so, aber ja.
irgendein Schleichweg, oder? Solange es zum Ziel führt, ist gut. Ich weiß es nicht. Das ist wiederum nicht so gut. Ich sehe Biogas und dann. Nee, ich sehe Zirkel. Scheiße, nein. Hornisse, also ich sehe, aber. Das war's dann auch. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt läuft's. Das ist gut. Wir sind noch wegen Findungsprobleme hier oben. Nur minimal. Wir haben jetzt 98. 99. Hui. Der Mond ist gut. Jo. Na kutschieren wir. Mach mal eine Pause derweil. Jo. Na kutschieren wir mal die 26 Kubik da wieder oben beim Balken runter. Ja, der wird ziemlich schirm sein wollen. Ja. Dank der Fertigung. Auf dem Weg aus der Biogasanlage raus. Perfekt. Ah, zah, wo hängt die? Das ist doch der Wahnsinn. Die Kohle von dem Hänger ist ein wenig größer als wie der Hänger ist. Maybe, weiß ich nicht. Und jetzt sind alle bei Schnee verbunden. Ist eigentlich nicht schwer, du musst einfach nur der Straße folgen, dann bei der Kreuzung wieder links und einfach geradeaus. Ich muss einfach nur eigentlich einmal. Okay, mit wenn ich ein Biogas anlage, nicht vom Strom abbiegen. Wenn man die Kreuzung aber verfehlt. Das war die Voraussetzung, dass du nicht verfehlst. Aber dann gibt's immer noch irgendwie andere Wege. Vorhin habe ich es alles verpasst, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ja, hab ich mir schon gedacht. Dann kommt man dann irgendwie den Kacke, das wird da ganz schön bergab du. Das kann man aber nicht sehen. Kimper, ja. Habe ich die Ehre? Muss ich den einen Salon so wieder bereit machen? Ja. Oder Latte Reisbrot.
Mhm. Ich habe eventuell auch die Abgibzeit verschätzt. Das kommt noch dazu. Weil ich bin schnell gewesen. Also. Ja, wir sind also zweiter Gang. Vierte Gruppe, zweiter Gang, vierte Gruppe noch ein bisschen mit dem Gas überspülen, aber so. Boah. Boah, viel Gas. Und die Dame jetzt, okay, das ist despawned, interessant. Bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn wir dann mal zum Abschluss streamen, dass die Lerntainer mal jetzt 10, 12 sind. Oder wie viele Leute das Kino. Also wir drei werden auf jeden Fall wieder anzutreffen sein. Mhm. Ja. Ja, normalerweise auf jeden Fall der Ernis und der Tobi von euch auch werden kennt. Wenn auch da sehe. Dann weiß ich jetzt, ich komme drauf an, Philipp, für die LS-Gemeinschaft Schwumm. Ob da auch noch welche Menge? Wollte ich nochmal schauen, ob ich den Weg gefunden habe. Für Mengen der bestimmt ein paar. Wie viel Prozent holen wir uns denn noch? Wie viel schätze ich mal? 50. Elegantes Umdrehen, gell? Ja. Ja. Kann man machen. Schräglage aus. Probieren.
so wie 80% für das Kuschen hat Hebron. Ja, okay. Wenn du bis hintere kommen, dann war ich gleich vorne auch. Okay, passt, dann sind wir gleich hintere. Ja, brutal. Ich glaube, mehr wird dann morgen als in den Morgen. Na, so ist auch schon wieder. Rechts probieren, gell, Flo? Ja, bei der zweiten Kreuzung, dann wo ich eigentlich nur noch rechts oder links Wahl hast. Mhm. Da bin ich bei links gekommen. Ja, dann. Kommst du natürlich nicht an das gewünschte Ziel. Jetzt die Bahn. Oh, und ich habe 45% drin.
Respekt. Gut geschafft, ne? Ja, ja. Soll ich den Wagen ja gleich beim Händler dritt lassen? Ja, das stimmt mal. So, sollen wir die letzte Maisblase von dem Acker weg? Jo. Oh, ich kann. Ja. Großes Danke raus an Anti und Häckslerfahrer. Gerne. Und an Philipp als Zweitabfahrer. Gerne doch. So, was will ich da hinfahren? Ja, den kannst du dann halt nur stellen. Mehr was. Deswegen wir dann, ob wir nochmal einen Auftrag kriegen oder ob es das meistertechnisch war. Dieses Jahr. Einen XXXL-Auftrag haben wir dann, da sparen wir. Das auf alle Fälle. Ja. Yeah. Ich hab da kompakt drauf geschossen. Ich hab aber jetzt noch. Ja. Ja, dreh einfach mal Kreise, ist okay. Wollte doch wieder schon mal machen. Natürlich. Doch ganz klar. Der dreht am Rad. Ja, ja. Die Tonne. Somit ist das Isolieren da für unseren Hof somit heute abgeschlossen.